hier sind wir mit bei PlaySample und weiter geht es mit unserem Delfinarium. Ach, so, die Ostertage habt ihr ja gut erlebt, getan, getun. Heute ist der letzte Tag wieder und morgen geht's wieder los mit Arbeit. Ich glaube, ihr habt noch Schulferien, ne? Ich nicht, ich muss arbeiten. Toll, ne? So, wir fangen jetzt erstmal mit unserem Delfinarium noch an. So, ihr seht ja schon, dass ich hier schon einiges gebaut habe. Einiges hat sich wieder verändert. Hinten habt ihr das, glaube ich, auch so weit gebaut, wie ich euch das gezeigt habe. So muss das aussehen, ne? Alles schon schickele. Und jetzt fangen wir mal an, damit wir jetzt hier wieder was zu basteln haben. So, das bedeutet jetzt einmal hier runter. Dann nehmen wir grauen, hellgrauen Beton, also mit dem wir auch diese Säulen da hinten gemacht haben. Und werden jetzt eine Hälfte machen, oder die andere Hälfte ist ja dann das gleiche. Das bedeutet, hier haben wir die lange Seite. Und dann haben wir ja hier die Viererseite, ne? Hier ist die Viererseite und außen macht ihr den ersten Pfeiler hin. Das heißt, der Pfeiler berührt hier die Ecke, macht ihr das ja natürlich weg. Zieht den komplett nach oben. So. Bing. Macht das kurz weg. So. Dann zieht ihr den komplett nach oben. Dann seht ihr ja, hier ist die Ecke. Und von da aus, ne, also wenn ihr das jetzt so habt wie jetzt, dann zählt ihr 1, 2, 3, 4. 4. Und dann geht das bis 12 nach oben, also 12 lang, ne? Von dieser Kante hier aus. So, dann gehen wir zum nächsten. Da müsst ihr euch nur dran halten, hier haben wir die Einer gemacht. Und dann sind da einmal hier der lange Streifen. Auf der anderen Seite ist auch dieser lange Streifen hier, ne? Zack. So, den ersten langen Streifen müsst ihr einfach nur 1, 2, 3, dann einmal nach außen, tick, und dann nach unten. Dann berührt er den Bogen. Den Einer hier. So, auch 12 nach oben. Dann gehen wir auf die Seite. Und da haben wir dann, hier ist der längere wieder. 1, 2 und dann hier unten seht ihr ja, hier ist der Einer und dann Zweier. Und dann geht das hier auch wieder nach oben. Ihr könnt das auch hier, wie ihr wollt, ihr könnt euch das auch selber aussuchen, indem ihr dann hier irgendwie hochgeht und dann von da aus 12 nach oben geht. Das könnt ihr euch bauen, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt so gebaut. Und von der Ecke aus, ne, hier gegenüberliegend von dem Pfeiler hier die Ecke hochgezogen. Und auch 12 nach oben. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muss ich auch mal eben machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wenn wir das alles soweit gemacht haben, wenn ihr seht, ja, ihr könnt das auch anders aufteilen, wie ihr wollt. Ihr müsst immer nur darauf achten, dass sich das ja natürlich hier unten berührt. Und dass sich das dann so aussieht, dass man das gerade runter machen kann. Wie zum Beispiel, jetzt machen wir eine Treppe. So, immer mit einer Treppe. Hier oben lässt ihr frei, sodass jetzt hier, fängt hier unten an, 1, noch ein Einer und immer so weiter, bis ihr unten angekommen seid. Bis es nicht mehr geht. So. Das mache ich jetzt auch nur dieses und die anderen könnt ihr auch wieder selber machen. So. Tack, tack, tack. Und so, dann berührt er den. Dann nehmen wir dann hier einen halben und dann wird das ein ganzer und dann berühren die sich da. So. Das wird dann alles so aussehen, so aussehen, so aussehen. Da muss ich das ja nicht machen. Da habe ich schon gemacht. Dann sieht das alles so aus. Dann haben wir hier solche Stützen. So, dann geht es sofort weiter. Hier ist halt dieser Tunnel. Also da hinten, das interessiert euch erstmal nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Da kommt noch so ein Aquarium rein und so. Aber wir machen jetzt erstmal hier jetzt diesen Tunnel. Diesen Tunnel, wo auch Fische drin rumschwimmen und wir dann hier durchlaufen. So, als erstes. Wir haben das ja hier so eine Straße gebaut. Mit Prismastein. Hier, so entlang und so entlang. Das haben wir alles zusammen gemacht. Auch hier die Maße, dass das alles so weit passt, ne? So, was wir nun machen müssen, ist jetzt, passt auf, wir nehmen jetzt hier an der Seite, zack, 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 hier haben wir diesen weißen Strich gemacht, komplett, und an diesen weißen Strich außen machen wir jetzt hier, so, eins, oh, warte mal, den muss ich, den Stein nehmen, eins, zwei, normal, eins, 2, 3, 4. 4 Steine nach oben.
Auf der anderen Seite auch. Dann haben wir hier dieses hier so zu. So, dann nehmen wir Glasscheiben und die kommen drei Stück nach oben. Das heißt, jetzt überall, wo wir das Weiße gemacht haben, zieht ihr drei Glassteine nach oben. Komplett so. Zack, zack, zack. Das mache ich jetzt auch nur so ein Stückchen, weil das ist ja echt ein bisschen eine Fuckelei hier. Drei Scheiben nach oben, so, ne? So, zack, zack, zack. Drei Stück nach oben. Ich habe das hier schon ein bisschen vorgebaut, da wollte ich das jetzt nicht komplett machen. Das mache ich dann später alleine. Ne? Zack, zack. Man könnte das auch irgendwie, das ist, ich finde das irgendwie kacke, immer mit den halben Steinchen hier, ey, Mann. So. Dann sieht das so aus. Na, so natürlich nicht. Hier kurz hier noch Dreier, den weg. Hier noch einen hin und fertig. So, dann sieht das so aus. So entlang. Warte mal, das sieht ja noch ein bisschen doof aus. Muss ich hier mal zumachen. So, dann haben wir hier ein Dreier-Dreier gemacht. So. Jetzt geht ihr. Also komplett Glas drumherum, Dreier Steine. Ne? Genau den Weg entlang. So, wenn wir das gemacht haben, kommen wir jetzt zu den Außenwänden. Die Außenwände. Hier. Hier haben wir das, den Sand gemacht. Das heißt, das hat eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ab dem 7., da ist ja noch der Sand, da machen wir hier den Beton hin. Und der Beton wird dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. Ne? 6 Steine hoch, genau so hoch, wie auch die Tribüne ist. 6 Steine nach oben. Ziehen wir dann so lang, bis wir da... Wir machen jetzt alles zu mit den Steinen. So. Zack. So. Und die Seite natürlich auch mit den Steinen komplett bis in die Ecke, wie wir es aufgebaut haben. Und jetzt kommen wir zu der Ecke hier. Das heißt jetzt hier die Außenecke. Die wird ein bisschen anders gemacht. Da machen wir nämlich nicht da, wo der Sand ist. Da machen wir genau, wo der... Hier ist der Sand und dann... Der Gras, ne? Was ist eine Erklärung heute wieder, ne? Das heißt, hier sind 7 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 7 Steine und dann kommt erst die Mauer. Hier haben wir es anders gemacht. Hier haben wir 6 Steine und dann kommt die Mauer. Aber ihr könnt auch hier 7, 7 machen. Ne? Das habe ich jetzt so gemacht, weil ich das hier so ein bisschen auch aufteilen muss. Und dann habe ich das halt so gemacht. So, dann müsst ihr auch einfach nur in der gleichen Höhe, wie wir es gemacht haben, hier komplett zumachen. Genauso wie wir auch diesen Tunnel gebaut haben, so macht ihr außenrum alles zu. Das heißt jetzt hier auch komplett zu. So, das mache ich auch eben weg, damit ihr nicht irritiert werdet, mache ich jetzt hier das auch zu. Das kommen wir später zu, das wird eine andere Folge, weil da noch kommt Aquarium und so hin. So. So, jetzt macht ihr, kann man sagen, einen richtigen Kasten dahin. Mit weißen Wänden. Zack, zack, zack. So, dass die gleiche Höhe ist wie die Tribüne. Und wie ich schon sagte, ihr könnt das jetzt, ihr müsst ja nicht unbedingt jetzt hier eine 6er Breite nehmen. Ihr könnt auch die 7er Breite nehmen. Das habe ich jetzt halt so gemacht, weil ich es sehe. Ja. Ne? So, auf jeden Fall, wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir jetzt Glasblöcke noch. Glasblöcke. Glasblock, brauche ich noch. Glasblock. Da ist Glasblock. So, wenn wir diese drei Steine gemacht haben, dann machen wir jetzt hier genau die Höhe von diesen Vierer. Ein Glasblock hier hin. Tack, tack, tack. Dann noch einen davor. Und das ist genau die Breite, die wir brauchen. Die Breite, ne, wie die auch diese Stützen sind, genauso breit machen wir die Blöcke jetzt hin mit dem Glas. Das wird an der Seite so einen Rand haben und das hier, das ist aber egal, weil wir das sowieso mit Sand komplett, Sand sag ich schon, mit Wasser komplett gefüllt wird und da kommen ja die Fische rein. So, dann machen wir das hier noch eben. Da kommt ja noch einiges auf uns zu gleich. So, ich mache jetzt auch nur so ein Stückchen, die Hälfte, damit ihr wisst, aha, alles klar, ich habe es verstanden. Den Rest mache ich selber. So, okay, hier und hier. Und dort. So. Da sind wir weg. So, dann haben wir hier so eine Art Tunnel. Wenn man jetzt hier durchgeht. Ne? So, das haben wir gemacht. Da kommt ja noch das Wasser hin. Aber da kommen wir später noch zu. So. Das nächste jetzt.
Wir machen jetzt erstmal. Warte mal, was habe ich jetzt hier gebaut? Da muss ich immer selber rum. Bang. Alles klar, dann weiß ich jetzt noch, was ich nicht gemacht habe. So, jetzt machen wir jetzt hier am Rand zwei Reihen Glasblöcke. So. Und noch eine Reihe. So, haben wir das gemacht? Nehmen wir jetzt noch eine Quarz-Treppenstufe. Die kommt davor. So, in diese Richtung. Zack. Zack, fertig. So. Hier habe ich das so gemacht, dass sich das berührt in der Ecke. Dann muss ich hier noch in der Ecke einen weißen machen. Und dann geht das hier so einmal rum. Zack, bis zur nächsten Ecke. Das ist dann hier, dann wird dann, kommen hier Treppen noch hin. Dann ist das für die Leute, die dann die Fische füttern oder die dann die im Tauchanzug da drin rumölen, wenn da irgendwas ist. Und halt, die müssen ja gepflegt werden, ne? Die Pflanzen und was da drin ist, ne? Das ist dann hier, so kann man erstmal hier drauf gehen, kann man hier unten drunter noch gucken und dann kann man hier reinspringen, so tschack, und dann werden die Pflanzen dekoriert und was weiß ich, was da noch gemacht wird. Die können ja nicht immer das Wasser komplett ablassen und dann hier. So, das baut ihr dann auch hier komplett einmal rum. Das heißt, hier ist Glas. So. Zack. Zack. Und hier auch ein Zweier. Das kommt komplett einmal rum. So. Und dann auch auf der anderen Seite das gleiche. Hier mache ich das noch, weil es ziemlich schnell geht. Zack. Und dann machen wir hier wieder eine Quarzstreifenstufe davor. So. Und dann hier natürlich auch so, dass sich das verbindet. Genau, so ist das gut. So, so sieht das dann aus. Dann ist das hier so ein Tunnel. Und dann müssen wir noch, mache ich dann noch ein paar Eisengitter davor. Aber dann könnt ihr euch auch aussuchen, wie das ist. Ich habe das jetzt nur so gemacht als Dekoration. Je nachdem, ich mache da jetzt hier so. Oder warte mal, was habe ich den gemacht? Den gemacht. Also ihr könnt euch aussuchen. Ich mache jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind das halt hier so, was weiß ich was, Geländer. Und von hier aus kann man rein. So. Wenn wir das gemacht haben, müsst ihr noch einen weißen Stein nehmen, einen Betonstein, und der kommt noch davor. Das muss ein bisschen breiter sein. Das heißt, hier kommt komplett drumherum noch ein Betonstein. So. Und so. Dann so rum. Bing. Ende. So. Dann habt ihr erstmal hier das gebaut. So wie ich euch das gezeigt habe. Und dann könnt ihr hier noch so bemooste Steine oder auch Sand. Je nachdem, dann könnt ihr erstmal was bauen. So wie ich das gemacht habe, in den Ecken habe ich das immer so gemacht, dass ich jetzt hier da einen hinmache, da noch einen hinmache, dann oben einen hinmache. So, dass das hier so wie da in der Ecke so aussieht. In den Ecken kann man das so machen, dass man hier so zack, 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 zack. So, ne? Und dann könnt ihr, je nachdem wie ihr wollt, dann noch ein bisschen hier was dekorieren. Aber das meiste machen wir dann wenn es soweit ist. Und wir haben dann auch die Pflanzen dazu, ne? Das ist nur, damit man jetzt ein bisschen so rumspielen kann. Und dann könnt ihr hier noch ein bisschen Sand hinmachen, wie ihr möchtet. Ne? Ich habe das hier auch so gebaut mit Sand ein bisschen. Je nachdem, einzelne Steine, einzelne Sandblöcke. So, dass halt ein bisschen so, ne, auf Erde auch ein bisschen was Bemoostes reinmachen. Zack. Zack. Mit dem Licht muss ich noch gucken. Da weiß ich noch nicht, wie wir das bauen. Und wie wir das machen. Ob wir. Ja, ich weiß es selber noch nicht. Ob ich jetzt hier offen lasse. Mit Lampen oder Lampen. Ich weiß es noch nicht. Aber das müssen wir noch in der nächsten Folge machen. So, jetzt habt ihr erstmal was zu tun, habt ihr jetzt hier diesen Tunnelgang erstmal, den ihr bauen könnt. In der nächsten Folge werden wir dann hier außen noch ein bisschen was bauen. Das heißt jetzt hier in diesem Bereich, das ist wieder ein separater Bereich, da kommen die Aquarien rein. Da kommen, ich weiß ja nicht, wie viele Fische es nach dem Update kommen.
Aber wir machen dann hier Aquarium hin und dann kann man sich die Fische nochmal einzeln angucken. Also nicht die ganz großen, sondern die kleinen Fische kann man sich dann einzeln so angucken. Aber das kommt in der nächsten Folge. Ich bin schon am einem anderen Projekt am Bauen, aber da muss ich noch ein bisschen was rumwursteln, weil das wird wieder was Großes, was ihr euch auch vieles gewünscht habt. Und da habe ich gesagt, okay, ich baue es jetzt, weil ich kann es nicht mehr hören. Aber welches das ist, sage ich euch noch nicht. Ne? Sonst heißt es, wann kommt die Folge? Wann kommt die Folge? Wann kommt die Folge? Das kann ich noch nicht sagen, weil das ist nicht so einmal so patsch fertig. So, okay. Wir haben das erstmal soweit fertig, weil wir müssen auch uns ein bisschen ranhalten, weil es ist ja bald soweit, dass jetzt endlich das Update kommt und wir haben dann hier das Delfinarium. Und dann will ich natürlich hier, dass wir auch fertig haben, dass wir schon mal die Fische rein haben und den Tunnel. Ne? Das Außen, das kann man immer noch machen, aber so, dass wir jetzt den Grundpfeiler haben. So, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Baut das erstmal soweit. Da habt ihr wieder ein bisschen was zu tun. Und in der nächsten Folge machen wir hier noch außen ein bisschen was. Und ja, das war's schon wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß.